Recht herzlich willkommen zur 40. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir hier diese Schiffe darüber geschickt oder schicken die darüber, um dass wir die Truppen hier abholen. Und wir wollen eigentlich dahin, um das zu befreien. Hier oben sind auch noch welche frei geworden. Also wir müssen erstmal gucken, warum ist das so. Hier oben haben wir schon mal, sag schon, nur noch zwei. Dann sollten wir doch mal gucken, ob wir da was ändern können. Nee, können wir nicht. Stabilität wird nicht besser. Die englischen Bauern hier, wo kommen die denn überall raus? Ach Gott, Herr Gemini. 54.000, wow. Können wir da Maßnahmen? Forderungen nachkommen. Ja, bleibt nichts anderes übrig, oder? Grausam, ja, kann ich nicht ändern. Aber das wäre überhaupt nicht machbar gewesen jetzt hier. Haben wir da was möglich? Rebellen unterdrücken. Okay. So, dann haben wir hier noch welche. Ulster. Da können wir aber nichts mehr machen. Gut. So, die. Warte, wo ist jetzt unsere Flotte da? Die schicken wir nicht da außen lang. Die können hier lang. Aber warte mal. 12, 1, hier passt was nicht. Da haben wir irgendwas falsch aufgeteilt oder so. Lass mal da noch. Nee, das war jetzt falsch. Naja, lass einen mehr machen, das ist egal. Das wollte ich. Und drei kommen noch. Die Einheiten auswählen. Lass die auch mal dahin fahren. Genauso wie die anderen 13 Schiffe. Und dann das mal laufen. Okay. Haben wir die schon verschoben? Nein, die haben wir noch nicht verschoben. Die sollen dahin. So. Ja, die haben jetzt die Führer, ist klar. Da kommen wir nicht gegen an, das ist auch klar. Diese Schiffe müssen wir dann ein. So, und wie viel können wir dann da mitnehmen? 15 Einheiten. Dann schauen wir mal zu, dass wir 15 Einheiten kriegen. So müssen wir das machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Die wollen 24 Dukaten, nehmen wir wie immer ab. Dann wählen wir die aus. Ne, brauchen wir nicht auswählen. Die müssen wir auswählen. Das sind jetzt die 15. Die wählen wir aus und die sollen neun Anführer haben auf jeden Fall. Also neun nicht, sondern Anführer haben. Und die gehen dann aufs Schiff. Klappt auch gut. So, und hier blockieren noch die paar Schiffe das. Okay. Lass mal weiterlaufen. Was passiert hier? Okay, das ist drüben auf dem Festland dann, Skandinavien. Und dann weiter. Diese 16 Schiffe haben dann auch Leute an Bord. So. Und die fahren wir dann darüber. 6.000 sind das hier. Okay, die kommen dann da gleich an. Und wenn wir die ausgewählt haben, können die dann da gleich angreifen. Sechse sind es noch hier. Und wie schaffen wir das? Wie viel haben wir? 12, 13, 14, 15. Ja, passt sogar. So, und dann mal auf. Ja, die haben den Vorteil, dass sie an Land sind und wir im Wasser wahrscheinlich, ne? Ja, und da geht die Moral schon ganz schnell runter. Ja, da haben wir noch nicht mal eine Chance gegen, ne? Ja, toll. Voll die Niederlage. Ja. Wie viel sind denn noch über? Ja, sind wohl 15 noch über, aber können wir da einfahren. Das hat's jetzt nicht gebracht. So, was machen wir dann damit?
Da oben sind noch 11. Bring die 8. mal da rein. Ach so, das sind schon die geschlagenen Truppen, die da runter sind, ne? Ja. Dann fügen wir die zusammen. Stopp mal. Oben blinkt noch was. Ah, jetzt ist weg, okay. Da gibt es aber eine neue Forderung von 144 Dukaten. Dann einigen wir die sich. Einen die sich. Und die 17 stellen wir mal dahin und wollen hoffen, dass die anderen dann angreifen, ne? So, was können wir hier noch machen? Kernprovinzen, Reykjavik. Und da auch noch. So, die kommen und wir sind schon da. Das ist schon mal gut. Die greifen also uns an. Dann ins Angebot nehmen wir an. Und das lehnen wir ab. Und wir verlieren trotzdem. Was sind unsere Männer schwach? Das ist nicht wahr, oder? Gut. Truppen verloren. Ja, läuft man da unten hinweg. Ja, das geht ja gar nicht, ne? Ja, dann solche Expansionen bringen dann gar nichts hier, ne? Das da verloren, dort verloren. Was sollen wir mit so einem lahmarschigen Truppen? Die können wir dann auch vergessen, genauso wie die, ne? Die können mal da aufs Schiff gehen. Ja, was machen wir jetzt mit denen? Edgar ist da, 163, toll. Thronfolger. Wie sieht's da überhaupt aus? Das können wir mal verringern. Verwalten. Hier kommen englische Partikulisten bald raus. Ja, da kannst du nochmal nachkommen, weil die haben wir auch keine Chance gegen dann. Ulster. Machst du auch nichts gegen. 10.000 kommen da. Ah, der Rest ist erstmal nicht so entscheidend. Die laufen nach London. Krass. Schiffe fahren wir dahin. Mit denen den Kanal schützen. Nur da oben sind schon reichlich, ne? Da den können wir zurückzahlen. Aha, da gibt es schon mal eine Glaubensänderung. Da bezahlen wir, wenn 192. Ja, wir sind auch total schwach gerade. Geht da noch was? Ja, können wir hier noch Kaprei machen. Gut. Was sonst noch hier so? Ja, kennen wir schon. Kann man auch nichts dran ändern. Welche Mission haben wir überhaupt? Wenigstens eine Provinz in Nordostamerika. Das besitzt man England. Wir brauchen 400 Leute da. Also das passiert hier jetzt, oder was? Aber die sind doch da, oder? Verstehe ich jetzt nicht so ganz mit der Dingens. So, die sind auf jeden Fall drauf. Und die fahren erstmal dahin. Gut. Weiter geht's. Ja, da sind wir total am Verlieren. Truppen kommen dazu, aber nicht wirklich. Menes, das wird auch da oben alles jetzt besetzt. Richtig cool, ne?
Da kann man nichts machen. Wir sind so richtig mau drauf momentan mit diesen Truppen. Ja. Wenn die noch mehr? Ja. Ablehnen, ist klar. Die gehen da rüber, das ist schon mal schön. Okay. Lass die mal nach da gehen, die gehen auch rüber. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall da oben befreien. Ulster ist jetzt auch da besetzt. Gut. Oh, da sind die weggelaufen. Das würde bedeuten, wenn wir da rüber setzen, dann können wir das Land vielleicht wieder befreien, ne? Die wählen wir aus und schippen die dahin. Okay. Machen wir gerade eine Pause da rein. Lehnen wir ab. Ja, wir haben immer zu wenig Truppen. Eigentlich müssten wir zusehen, dass wir jetzt Kasernen bauen, ne? Wir können ja auch was bauen, steht da, ne? So, Kasernen. In London. Zack. Müssen wir mal machen. Irgendwie müssen wir ja mal hinterkommen, ne? So, die Truppen sind schon da. Ich weiß noch nicht, ob wir das da irgendwie noch gerettet kriegen. Da ist ein anderer Kaiser geworden. Kämpfte Nachfolger. Sieht das hier aus? Ja, die kommen da raus, die brauchen nicht rauskommen, das ist ja schon fertig. Okay. Okay, was geht jetzt? Oh, Burgund hat uns jetzt noch den Krieg erklärt. Schön, ne? Okay. Dann werden die hier Calais auf jeden Fall nehmen. Läuft gerade ganz schlecht, ne, würde ich sagen. Ich gehe auf Schiff. Wenn es denn dann geht. Das ist die nächste Frage. Sieht nicht so aus. Was passiert denn jetzt hier? Gar nichts. Die können darüber laufen, ja. Das sind 15 Einheiten. Jetzt haben wir sogar eine Schlacht im Kanal verloren, oder wie sehe ich das? Ah ja, wir haben auch nur 8 Schiffe da gehabt, deswegen, alles klar. Aber die haben sie gleich ganz versenkt, oder wie ist das? Also, super, oder? Läuft. Das sind jetzt 12. Wie viel sind es wirklich, ist die Frage, ne? So, die 60er hier, die kannst du gleich schon mal rauskicken. Wähle diese Einheiten auf und lösche die. Das sind auch schon so schwierige Sachen hier. Mann, 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 Mann. Pause raus. Tja, wir haben keine Leute, wir können auch nichts Neues ausheben, ne? So, Sligo wird besetzt. Franzosen möchten auch noch was. Okay, das haben wir befreit. Und das geht immer noch nicht. Da zu viele noch drin. Ah ja, 14 und 15, 19. Obwohl so, ne, dann passt das deswegen nicht. Alles klar. So.
Gut. Wähle diese Einheit aus und schicke die auf Schiff. Jetzt geht das auch. Schick die dahin, damit die das befreien, wenn es denn überhaupt Sinn macht. Ah, guck mal, da unten kommt unser Feind auch schon. Okay. Ja, was machen wir da unten jetzt? Da befreien oder da? Wir fahren jetzt darüber. Anders hat das keinen Sinn. Das müssen wir zuerst befreien, wenn es denn geht. Okay. Und die gehen an Land. Ja, Handelseinfluss minus 10. Das machen wir so. So, das müssen wir befreien. Wird von England besetzt. Ach so, da sind noch zwei Einheiten, die da sind. Das sind 7 Einheiten. Lass die mal darüber rutschen. Weiß nicht, wie lange das geht. Wenn das frei ist, ziehen wir die sofort auf Schiff. Okay. Okay, wird von England besetzt. Und jetzt lassen wir gerade gucken. Machen wir das. Und da kommt was von den Franzosen rein. 189. Die fahren wir jetzt wohin? Ja, ich glaube, da ist schon ganz gut. Vielleicht kriegen wir diese 5 Schiffe aufgerieben. Irgendwo sind die, ach so, da sind die gestorben, alles klar. Ja, da kriegen wir aber nichts hin, weil wir nicht genug Leute haben. Okay. Die werden aber woanders angegriffen, oder was? Von wem denn? Okay, die 5. Aber das sollten wir gewinnen eigentlich, ne? Flotte ist eigentlich besser, oder? Jetzt haben die 7 Schiffe, ne? Ist auch klar. Burgund besetzt. Die Franzosen möchten 105 oder sowas. Die Schlacht haben wir gewonnen. Können wir auch weiterfahren. Okay. Karten. Jetzt fahren wir mit den Schiffen allerdings schnellstens hier hin. Und dann gucken wir, dass die da nicht rüberkommen, oder wie war das? Flandern macht das da auch zu, okay. Warte mal. Vielleicht sollten wir gerade da anlanden, oder? Nee, mach mal so und so. Ich weiß nicht, ob da welche drauf sind. Sieht man ja so nicht. Das nochmal. Ablehnen. Und die Schiffe fahren da gerade weiter. Sind aber noch drauf, ne? Genau. Das hat dann nicht geklappt. Dann fahren wir da weiter jetzt hin und machen erstmal den Seeschlacht. Okay. Das müssen wir mal irgendwie schaffen. Ach nee, das schaffen wir auch nicht. Da haben wir gerade noch Hilfe gekriegt. Ja, schade, ne? Kriegen wir die dann noch runter? Ach Gott, wir laufen auch noch ins Verderben. Macht auch nichts mehr. Ja, gut. Ich glaube, die haben das Schiff auch nicht mehr verlassen und die Schiffe sind auch noch gesunken, oder wie sehe ich das?
Das war jetzt wirklich nichts, ne, auf Deutsch gesagt. Flotte kaputt. Aufgerieben. Eine Flotte. Wo sind die jetzt? Ach so, die im Hafen sind das, alles klar. Ja, ist nichts geworden. Burgund ist noch nicht mal hier rein, sondern gleich auf unser Land. Ja, gut. Damit ist das auch. Achso, die besetzen das, alles klar. Ist das eigentlich erledigt erstmal? Ich glaube, da müssen wir nächste Runde ganz stark überlegen, wie wir da weiterkommen. Zurzeit sieht es ganz mau aus. Okay. Aber ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.